Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Strategic Command World War II. In der letzten Folge haben unsere japanischen Truppen eine Anlandung auf Hawaii gestartet und haben somit schon die ersten Teile der Insel erobert bzw. einen Brückenkopf errichtet. Und in dieser Folge werden wir einige Truppen nachsteuern. Wir haben ja noch eine Spezialeinheit und das dritte Korps, welches zusätzlich noch auf Hawaii anlanden werden. Wir werden also in dieser Runde unsere Truppen etwas weiter nach vorne ziehen, den nächsten Hafen einnehmen und vor allem mal gucken, wie denn die Spezialeinheiten der Amerikaner so drauf sind. Ob das richtige Gegner sind oder eher, naja, Opfer, das werden wir dann gemeinsam feststellen. Aber wir werden zuerst, wie gewohnt, an der Ostfront Europas starten. Und ja, hier haben die Russen bzw. die Sowjets einiges aufgefahren, was uns das Leben ja schon sehr, sehr schwer macht. Die scheinen ja tatsächlich sowas wie eine Offensive gestartet zu haben oder versuchen es zumindest. Denn einige unserer Korps sind hier tatsächlich etwas in Bedrängnis geraten. Und wir werden sie definitiv in dieser Runde mal ersetzen, damit die Männer sich hier etwas erholen können. Und wir werden sie natürlich auch etwas upgraden. Dasselbe würde ich auch mit dem 21. Korps hier tun. Und ja, das ist auch sinnvoll. Die sind nämlich nicht mehr ganz beisammen. So, und dann können wir es auch in der nächsten Runde mit den verbesserten Waffen ausstatten. Das hat dieses Korps auch sehr nötig. Ansonsten Angriffe, naja, wir können hier so ein bisschen schwächen, aber so richtig von Erfolg gekrönt ist das Ganze nicht. Ja, Leute, ich glaube, wir werden dann mal unsere Flugzeuge einfach weiterentwickeln, auch hier oben. So. Und dann werden wir die in der nächsten Runde einsetzen und die Truppen hier, die werden sich einfach etwas erholen. So. Die Italiener können nicht verstärkt werden. Warum? Ist die Versorgung jetzt doch nicht so gut? Ah, die ist auf 5. Aber es reicht noch. Das ist okay. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Dann haben wir hier die schweren Panzer. Kann ich überlegen, ob wir die Panzerabwehr nach vorne ziehen, nachdem wir hier mit der Infanterie angegriffen haben, weil die Angriffe sehen auch vielversprechend aus. Und ich glaube, die erste Panzerdivision, die sollten wir schon versuchen zu schwächen. Also machen wir das mal. Der Angriff war schon gut. Oh ja, besser als prognostiziert. Und dann tauschen wir das hier einfach mal. Und hier ist jetzt ein 1-1. Ist auch interessant, dass die Infanteriedivision stärker vor... Oder die 10. Armee ist das ja nicht, Division. Dass die stärker vorgehen kann als so eine Panzerabwehrabteilung. Ja, weil die noch nicht gut genug entwickelt ist. Gehe ich mal von aus, wie ist denn da der Forschungsstand? Panzerabwehr. Panzerabwehrwaffen hier. Na, da sollten wir auch mal was reinstecken. 551 Punkte, das machen wir jetzt mal zu Beginn der Runde. Das ist mir jetzt gerade mal wichtig. Das wird sowieso ein wichtiges Thema. Und auch die weiterentwickelten Panzer. Wisst ihr was? Das sehe ich jetzt gerade, das machen wir gleich mal mit, damit wir mit den Punkten besser kalkulieren können. Jetzt haben wir noch 250 Punkte übrig. Und na Gott. Das war doch in Ordnung. 2-1. Damit haben wir die Panzerarmee hier empfindlich geschwächt. Und ansonsten lassen wir so erstmal alles, wie es ist. Die Panzer hier, die werden noch auf 10 gebracht. Okay, dann kommen wir zur südlichen Ostfront. Und hier oben ist mehr oder weniger alles ruhig. Was ich aber gerne tun würde, ist mal hier das Belgrad-Korps abzulösen. Weil da oben die Versorgung so schlecht ist. Hier unten geht es denen vielleicht ein bisschen besser. Oh, dann können wir hier die Panzerabwehr schwächen. Das machen wir doch einfach mal. Ja, 2-1, Prognose hat nicht hingehauen. Aber ist nicht so schlimm. Dann, ich schaue nochmal kurz in die Unterstellungsverhältnisse. Das passt soweit eigentlich alles. Wir werden mal... Ich glaube, die Bomber können wir in dieser Runde sowieso nicht benutzen, weil die... Doch, hier könnten wir es. Na, dann machen wir das doch. Mhm.
Sehr schön. Die taktischen Bomber können wir leider nicht nutzen. Die müssten mal ein bisschen näher ran. Ziehen wir sie oder wollen wir sie erstmal verstärken? Ne, wir ziehen sie mal zwei Felder nach vorne. Ihr könnt tatsächlich noch angreifen. Und ihr bekommt auch das Upgrade für die verbesserten Flugzeuge. Dann haben wir hier Artillerie. Na, die können nur Kherson angreifen. Komm, dann machen wir das. Nur zu 5 auf Kherson. Okay. Na, Kherson wollen wir eigentlich schon gar nicht mehr nehmen, oder? Na, andererseits, Kherson ist auch nicht so uninteressant. Ist ja mehr oder weniger das Tor zur Krim. Zu 5. Hier oben sehen die Angriffe auch sehr gut aus. Die 4. Gardearmee und die 48. Armee stehen sehr, sehr schwach da. Die anderen beiden Korps hier oben, die stehen tatsächlich noch ganz gut. Die kommen nicht bis da oben hin. Komm, wir machen den 05er Angriff. Dann hier verschlagen wir diese Armee. Wunderbar. Und kommen aber nicht mehr dahin. Ja, es ist manchmal zum Mäusemelken, wirklich. Aber wir werden das Korps dann nach oben hinziehen. So. Und werden dann dieses Korps dorthin ziehen. Okay. Damit haben wir die nächste Kachel hier erobert. Bleiben nur noch 2 übrig. Dann haben wir hier unser Ziel erreicht. Ich würde sagen, dann greifen wir die 48. Armee jetzt einfach mal an. Ja, sehr schön. Und wir können aber nicht dort reinziehen. Ah, Leute, ärgerlich. Mit den Panzern könnten wir. Na kommt, machen wir. Ja, und dann zieht diese Armee hier nach. Das Gelände ist anscheinend so unwegsam. Deswegen brauchen die unglaublich lange, um hier vorzurücken. Aber wenn hier eine Truppe reinzieht von den Sowjets, das wäre blanker Selbstmord. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie das tun werden. Okay. So, dann verstärken wir im Hintergrund noch mal ein bisschen. So. Und diese Panzer hier, wisst ihr was, die verlegen wir jetzt auch schon mal nach hier oben. Ihr kommt hier auf die Straße erstmal. Okay. Kleine Fortschritte, aber immerhin Fortschritte. Und hier oben halten wir sie weiterhin tapfer auf. Alles klar. Dann gehen wir mal zur Marine. Denn hier habe ich gesehen, wir können den schweren Kreuzer hier upgraden auf Marinewaffen 2. Das sollten wir tunlichst tun. Kostet 25 Punkte. Dabei belassen wir es dann auch erstmal. Und wir werden die Admiral Scheer wieder verstärken. So, den Rest der Punkte, den behalten wir für die anderen Streitkräfte. Und ich habe auch einen Kommentar gelesen, der fällt mir jetzt gerade noch ein. Wir sollten eventuell, und das macht auch Sinn, hier möglicherweise mal ein bisschen mehr Luftabwehr hinbringen. Ob das jetzt Flak sind oder wirkliche Luftabwehrgeschütze. Was kosten die denn? 90 Punkte. Ja, möchte ich mir jetzt in dieser Runde tatsächlich nicht mehr leisten. Das werden wir in der nächsten Runde mal tun. Und wir werden auch die Garnisonen jetzt mal vorschicken. Eine sollte, wie gesagt, nach Bordeaux, die andere geht nach Paris.
Truppen hier sind alle aufgewertet. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Okay. Gut, mehr machen wir mit der Marine jetzt erstmal nicht. Ich würde gerne die U-Boote mal wieder losschicken, aber die Anzahl der feindlichen Zerstörer ist einfach zu krass. Mal gucken, ob wir da irgendwann nochmal eine schöne Situation finden. Weil die Schlacht um den Atlantik hier in der Nordsee ist meines Erachtens nach noch nicht vorbei. Wir lecken gerade unsere Wunden und dann schauen wir mal weiter. Okay, hier warten wir, bis diese Armee angekommen ist. Und die macht jetzt mal Gewaltmarsch, damit ihr mal ein bisschen aus dem Tritt kommt. Und hier könnten wir die Stukas noch upgraden. 30 Punkte. Na ja, kommt, das machen wir jetzt mal. Und ihr könnt von hier fliegen. Okay, dann bombardieren wir mal Malta. Das Schiff hier wird auf 10 gebracht. Okay. Hier sehen wir es leider nicht. Wir probieren es jetzt mal, was passiert. Okay, ein Schadenspunkt erlitten. Und du kommst jetzt mal noch ein bisschen näher ran. Und du stehst schon unter seinem Kommando. Okay. Also die Mobilität. Okay. Gut, dann gehen wir zuerst mal hier unten hin. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal Khartoum hier erobern können. Und das sieht tatsächlich gut aus. Ah, kommt schon, Leute. Ja. Okay, die Garnison ist ausgeschaltet. Dann rücken wir mit den Panzern dort rein. Und Versorgungspunkte. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Khartoum hatte. Aber wir werden mit dem deutschen Befehlshaber direkt mal vorrücken. Okay. Wir spähen mal und sehen, da unten ist tatsächlich ein bisschen was. Hier haben wir einen Befehlshaber und hier ist noch einer und hier ist ein Chor. Okay. Wir gehen mal ein Stück zurück wieder. Hier geht nach Gondar rein, um das zu verteidigen. Und ja, jetzt müssen wir uns langsam überlegen, wie wir hier vorgehen. Ich weiß es noch nicht ganz genau, da werde ich mir mal was überlegen. Ich meine, jetzt können wir die Truppen eh nicht mehr bewegen, da ist das jetzt in dieser Runde nicht mehr akut. Andererseits, wir könnten sie schon bewegen, ne? Aber die Moral und die Bereitschaft ist halt total im Keller. Sebastian, Italienischen, den werden wir auch mal weiter nach vorne bringen. Die werden beide mal bei Khartoum in Stellung gehen. Also da wird es ja mindestens 5 Punkte geben als Hauptstadt. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Also bewegt euch mal. Okay, gut, mehr ist hier momentan nicht drin. Dann hier oben. Die Panzer müssen definitiv verstärkt werden. Geht aber jetzt erstmal nur auf 8. Ah, okay, machen wir trotzdem. Dann kommt die erste Armee, die besetzt jetzt Bagdad. Ihr könnt euch nicht so weit bewegen. Geht aber auch mal näher ran und ihr rückt hierhin vor. So, damit haben wir die 14. Armee von Indien von drei Seiten. Und ich würde sagen, ah, hier können wir auch nochmal vorrücken. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Und ich würde sagen, wir greifen jetzt einfach mal an. Die Angriffe sind nicht besonders gut. Na, zumindest haben wir die Armee schon mal geschwächt. Okay, wenn hier die 14. Armee weg ist, dann gehört Irak uns.
Aber ich möchte diese Angriffe echt nicht wagen. Wir verstärken die Truppe hier nochmal. Und dann machen wir dann in der nächsten Runde weiter. Okay. Hier oben, ich hoffe, die halten noch länger durch. Verstärken wir die Männer nochmal. Und hier können wir jetzt den Tausch vornehmen. Dann können wir die Armee in der nächsten Runde mit besseren Waffen ausrüsten. Okay. Ja, mehr ist hier nicht. Das ist mehr oder weniger nur so ein ganz kleiner Schauplatz. Hier an der türkisch-sowjetischen Grenze. Da können wir nicht ganz so viel erledigen. Okay, gut, dann ab nach China. Hier ist der Schauplatz natürlich deutlich größer, aber auch hier ist so ein bisschen das Ganze zum Stillstand gekommen. Die Truppen hier können jetzt wieder verstärkt werden, aber die Versorgung ist hier immer noch nicht gut. Wir schicken sie nach Chengdu. Dort werden sie mal sich etwas erholen können und können in der nächsten Runde deutlich mehr verstärkt werden, nicht nur mit einem Punkt. Die Flugzeuge hier reicht nicht ganz für die Verstärkung. Versorgung ist nur 2. Okay. Auf die Armee hier wird mal verstärkt. Euch verstärke ich auch mal auf 10. Dann haben wir hier richtig frische Truppen. Ihr zieht dort hinein. Ihr könnt hier angreifen. Und ihr könnt hier auch mal noch ein bisschen Druck machen. Haben wir zumindest diese Überverstärkung da schon mal runter. Und die 8. chinesische, kommunistisch-chinesische Armee ist zumindest auf Grundstärke runtergebracht. So, hier. Da geht immer noch nichts. Wir lassen hier nochmal die Artillerie sinken. Aber, naja, die sind hier zu krass eingegraben. Wir tauschen das mal gegen eine Armee. Da möchte ich jetzt mal gucken, ob das einen immensen Unterschied macht. Zumal wir das Korps dann hier auch mit besseren Waffen ausrüsten können. Aber es macht keinen Unterschied. Okay, dann haben wir noch den Bomber. Ja, hier oben den Befehlshaber, den sollten wir natürlich tunlichst ausschalten. Ja, das war schon mal gut. Er zieht sich aber zurück. Ah, schade. Und euch müssen wir verstärken. Okay, kannst du da eventuell noch was machen? Wir sehen das Ergebnis leider nicht. Ne, haben wir uns nur eine blutige Nase geholt. Ich probiere es aber nochmal. Okay, wahrscheinlich haben wir ihn auf 1 runtergeprügelt jetzt. Und ihr kommt da nicht ran. Ach Leute, das ist ja schade. Ihr kommt da aber ran. Probieren wir es einfach mal. Hat aber nicht funktioniert. Okay. Na gut. Ja, die haben sich hier so eingegraben. Wir kommen da echt nicht gut vorwärts momentan. So, ihr kommt noch ein Stück weiter vor. Ihr sollt ja hier die Truppe ablösen. Jetzt hätte ich wieder Gewaltmarsch machen können. Ach, verdammte Axt. Vergesse ich andauernd. Ansonsten haben wir die Partisanen ganz gut im Griff. Die andere Garnison hier, die behalten wir einfach mal in der Hinterhand. Okay, dann kommen wir nach Burma. In der letzten Folge habe ich gesagt Thailand, aber Burma ist das natürlich. Hier nehmen wir jetzt auch noch die Ölfelder ein. Und tatsächlich würde ich die Truppen hier oben lassen, weil wir wissen, dass hier oben
britische Kräfte sind, beziehungsweise indische Kräfte. Da möchte ich nicht guck mir rum abziehen, ehrlich gesagt. Wir lassen das mal. So, hier können wir jetzt unterstellen. Das ist schon mal gut. Dann gehst du nach Bangkok, um die Versorgung sicherzustellen. Und ihr rückt jetzt vor. So, und ihr könnt sogar angreifen. Und die Angriffe sind sogar richtig stark. Wahnsinn. Die Truppen hier, die brauchen die eigentlich dann gar nicht mehr, ne? Wobei, wir könnten ja dann versuchen, weiter nach Indien zu marschieren, ne? Oder Singapur. Wäre auch noch so eine Maßnahme. Kommt. Ihr könnt sogar hier hinfahren. Okay. Hier müssen wir noch die Amerikaner wegräumen. Hier können wir erstmal mit den Bombern Schluss machen. So. Und ihr kümmert euch hier jetzt um das Hauptquartier. Wenn wir es denn jetzt so zerstören können. Aber ich glaube fast nicht. So, wir tauschen nochmal für einen weiteren Angriff. Aber nein, reicht noch nicht. Das ist nervig. Das ist nervig. Aber vielleicht ist es in der nächsten Runde dann das C. Die haben nur noch vier Versorgungen. Die können sich gar nicht so schnell verstärken. Der dürfte mit drei oder vier Versorgungen, dürfte der maximal sich 2 Punkte in der nächsten Runde wiedergeben können. Und dann haben wir sie. Okay. Dann gehen wir nach Hawaii. Und wie ich eben schon sagte, nehmen wir jetzt erstmal die Truppen hier nach vorne. Und unsere Truppen machen echt keinen Schaden. Okay. Ach Moment, die brauchen ja einen Hafen, nicht wahr? Ja klar. Die brauchen einen Hafen, um dann zu gehen. So. Ach, ihr habt auch nur 6 Stärke, weil ihr Verluste hattet. Ja, dann machen wir das so. Das gefällt mir ein bisschen besser. Und dann fangen wir mal an, die. Boah. Die Luftverteidigung in Honolulu ist richtig stark. Das wird doch nicht so einfach, Leute. Die Spezialeinheiten hier. Marines sind das wahrscheinlich. Zumindest würde ich das erste Mar-Division Spezialeinheiten jetzt mal so übersetzen. Du kommst auch mal näher ran. Okay. Und dann müssten wir den hier eigentlich auch mal zurück nach Hause schicken, so verstärkt, um sich neue Flugzeuge zu holen. Der hat nämlich nur noch 5 Stück. Das machen wir auch mal. Tja, Leute, was machen wir denn da? Ist das reinste Himmelfahrtskommando? Ja, die Moral und die Bereitschaft ist halt auch echt hoch, ne? Höher als unsere. Wie sieht's mit der Versorgung hier aus? Ja, kann sich sehen lassen. Das ist in Ordnung. Unsere Truppen sind ziemlich gut versorgt. Und durch den nächsten eingenommenen Hafen wird das nächste Runde nochmal besser. Aber angreifen möchte ich so nicht. Da werden wir uns mal. Ah, schaut mal, wir können die Schiffe auch noch zur Unterstützung holen. Die können zumindest die Versorgung ein bisschen kappen. Von Honolulu. Ja, passt auf. Wir bringen die Schiffe mal grundsätzlich ein Stück weiter nach hier hin. So. Und du gehst mal nach. Schon mal nach hier unten.
Und dann werden wir in der nächsten Runde mal anfangen, hier auch zu bombardieren. Was haben wir hier noch? Nochmal Spezialeinheiten. Aber die bringen uns auch nichts. Die können wir nicht an Land bringen. Aber was wir machen können. Moment mal. Was wir aber machen können. Ihr geht mal hier an Land. So, wir tauschen mal hier durch. Und dann werden die in der nächsten Runde hier anlanden. Auf der anderen Seite noch. Möglicherweise können wir auch diesen Hafen dann schon einnehmen. Immer weiter die Versorgung, beziehungsweise die Möglichkeiten der Amerikaner runterbrechen. Sehr schön. Ja, was machen wir mit dieser Flotte? Ich meine, in der letzten Folge hat sich Sarawak jetzt nun ergeben. Vielleicht, wir könnten aus Sarawak heraus die Fallschirmjäger nutzen und hinter Singapur in Stellung bringen und dann Singapur zum nächsten Ziel machen. Und dann haben wir hier nämlich auch erstmal alles. Dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass uns hier irgendwas in den Rücken fällt. Die anderen sind nicht auf Seiten der Alliierten. Außer die Australier natürlich. Schauen wir mal. Okay. Dann haben wir mit den Italienern. Da gucken wir jetzt mal ein bisschen in Forschung. Weil das wird nämlich jetzt. Also es ist die ganze Zeit schon Zeit, dass wir da mal ein bisschen mehr Punkte reinstecken. Aber jetzt machen wir es auch mal. Italiener. So, Logistik wäre mal ganz gut. Da stecken wir mal noch 100 Punkte rein. Mit. Ach, das war jetzt Japan. Ach, verdammte Axt. Aber auch für die Italiener ist Logistik mal eine Sache, die wir angehen sollten. Gut, ist jetzt nichts Schlimmes, dass wir bei den Japanern jetzt die Punkte in Logistik gepackt hatten. Also, das ist auch für die Japaner nicht so unwichtig. Besonders, weil die Verlegungen von Truppen immer wichtiger werden, dadurch, dass wir so riesige Landmassen mittlerweile beherrschen. Aber dennoch war das nicht gewollt. Das ist jetzt natürlich blöd. Aber na gut, ist jetzt so. Ist ja kein Beinbruch. Okay, jetzt haben wir noch 50 Punkte. Können wir doch noch was in Diplomatie machen, eventuell. Niederländisch-Indien. Ja, da können wir noch mal Punkte reinsetzen. Die Italiener können das ebenfalls. Nee, können sie nicht. Ah, weil sie keine Einflussmarken mehr haben, verstehe. Okay. Ja, mit 57 Punkten können wir nicht mehr viel rausreißen. Dann würde ich sagen. Lassen wir es dabei und der Feind ist am Zug. Ach genau, das hier wollten wir auch noch machen. So, jetzt haben wir hier im Golf von Persien ein U-Boot. Versorgung von 4. Oh, die Versorgung hier bei denen ist auch richtig schlecht. Ich glaube, die können die Armee dann in der nächsten Runde gar nicht mehr aufwerten. Basra sehen wir die Versorgung leider noch nicht, aber Kutal Amara hat nur eine Versorgung von 5. Ja, da kommt nicht viel bei denen an. Könnten hier
Weißt du was? Wir schicken mal die Garnison nach vorne. Die soll ja das Ölfeld noch einnehmen. Und das Schlachtschiff wollten wir noch wegbringen. Das schicken wir hier in den Hafen. Damit das in der nächsten Runde eventuell verstärkt werden kann oder aber zumindest nicht zerstört wird. So, hier haben wir noch das U-Boot. Naja, gut. Richtig wertvoll ist das hier nicht. Im Mittelmeer bringt uns das gerade auch nichts. Das können wir eventuell, um die Situation im Persischen Golf noch weiter zu verschlechtern, noch mit da unten hinschicken. Okay. Alles klar, Leute. Das war's für unsere Runde. Der Feind ist dran. Schauen wir mal, was die so treiben. Die sowjetische Moral wird durch den fortdauernden Krieg an der Ostfront gestärkt. Sudan kapituliert. Sehr schön. Und wir bekommen mit Italien 69 Punkte. Ukrainische Nationalisten greifen Einheiten der Roten Armee in der Nähe von Kiew an. Leute, sehr schön. Spanien, 6% zur Achse. Wunderbar. Die greifen unsere Konvois an. Japanische Wissenschaftler machen Fortschritte bei der Logistik. 23 auf 39. Und ansonsten hält der Wintereinzug. Mhm. Okay. Boah, 20 Punkte aus Sarawak. Wahnsinn. Naja, was heißt Wahnsinn? Aber 20 Punkte haben oder nicht haben und dafür, dass die einfach mal so kapituliert haben, ist das schon in Ordnung. Okay, die verstärken ihre Truppen wieder. Da werden Flugzeuge abgezogen. Da werden auch Truppen abgezogen. Aber da kommen definitiv wieder neue hin. Das kennen wir ja schon, das Spielchen. Oh, feindliche Panzer rücken vor. Das ist natürlich sehr ungünstig. Na, ich glaube, wir sollten zumindest eine der Armeen von oben vielleicht noch mit runterbringen. Die Panzer machen uns echt das Leben schwer. Na, das ist keine gute Situation. Oh, Luftangriffe kommen auch noch hinzu aus Indien heraus. Und von See kommt auch was. Sehr schön. Unsere Truppen halten Stand. Und oh, was haben wir da? Da sind britische Spezialeinheiten. Und sie werden unsere Armee da echt gefährlich. Da stößt Kavallerie durch die Pripyat-Sümpfe vor. Und sie greifen Gonda an. Können die Garnison aber nicht zerschlagen. Auch alles kleine, nur so minimale Nadelstiche, die sie uns verpassen. Es ist alles nichts, was uns so richtig, richtig wehtut. Gott sei Dank natürlich. Ja, das hier in Äthiopien, das ist natürlich ganz großer Käse. Aber
Zumindest hat Sudan jetzt kapituliert und jetzt haben wir dort freie Bahn. Ah, es hat doch schon einiges passiert jetzt im Feinzug in dieser Runde. Und wir müssen auch so ein bisschen auf die jugoslawischen Truppen achten. 2x6, das ist doof. Da kommt nochmal Luftverteidigung in den Kaukasus. So, Achsenschiffe im Persischen Golf verhindern, dass US-Lieferungen Persien erreichen. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob noch irgendwelche Events kommen. Jetzt sehen wir erstmal nochmal Geheimdienstberichte, aber. Okay. Okay, Australien. Da haben wir einen Frachter. Okay. Da ist noch eine Armee. Dort liegt ein Kriegsschiff. Und Japan bekommt eine zusätzliche Garnison. Die packen wir mal hier unten hin. Okay, und dann war es das schon wieder. So, jetzt möchte ich mal gucken. Hier hat sich irgendwas bewegt im feindlichen Zug. Bin mir aber nicht ganz sicher, was. Ich glaube, ich. Ah, hier. Ja. Okay. Auch alles nichts Weltbewegendes. So, können wir die jetzt in dieser Runde hier vernichten? Das wäre super. Euch müssten wir eigentlich verstärken. Hier sind unsere Angriffe immer noch sehr schwach. Oh, wir können unsere Truppen aber sogar auf 10 bringen hier. Wow, die Versorgung hier ist richtig gut, Leute. Und unsere Landungsschiffe schaffen es sogar bis dort oben hin. Okay. Wunderbar, Leute. Ah, hier unten ist es nicht ganz so wunderbar. So, und ihr macht in der nächsten Runde mal einen Gewaltmarsch. Dann müssen wir noch Malakal einnehmen. Und dann können wir die Briten von mehreren Seiten attackieren. Wobei, ja doch, wir haben ja zwei Hauptquartiere hier. Wir können die italienischen Truppen aufteilen. Die beiden Armeen, die gehen hier über Kassala und werden über Massawa angreifen. Und die restlichen Truppen gehen mit dem anderen Befehlshaber und dem deutschen Anteil hier unten lang. Mal gucken, ob das so hinhaut. So, ein letztes möchte ich noch gucken. 0 zu 3. Die Panzer sind auch wieder klar zum. Ja, wir kriegen die Armee in dieser Runde klein. Die Spezialeinheiten hier, das wird nochmal eine andere Sache. Und wir können das Ölfeld hier oben einnehmen. Okay, sehr schön. Wunderbar, Leute. Wieder einiges passiert in dieser Folge. Und wir werden sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sage ich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.